Punkt kommt zum nächsten Tagesordnungspunkt Nummer 18. On-Demand-Verkehr als Teil des ÖPNV in der Landeshauptstadt Dresden. Hier liegt mir ein Ersetzungsantrag von der AfD vor. Der könnte zunächst eingebracht werden. Danach steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke, damit Sie sich schon vorbereiten können. Herr Pinkert, bitteschön. So, Themawechsel, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Es geht darum, wir haben einen Ersetzungsantrag zu dieser Vorlage geschrieben, On-Demand-Verkehr als Teil des ÖPNV. In diesem möchten wir gerne, dass die DVB als Anbieter Daten anbietet, um diese anderen Partnern im mobilen Verkehrsgeschehen zur Verfügung zu stellen. Damit kann sogenannte Multimobilität, also Mobilitätsverbundlösung, hier lachen Sie noch, Sie, wissen Sie, das ist Multimobilität, haben Sie mal über das Wort nachgedacht, das könnte Multimobil heißen, jeder mit jedem und mit alles, ne? Also das könnte auch der Frosch auf der Gießkanne sein, ne? Deswegen ist das ein relativ Wort, wo ich sagen muss, das ist eine Wortschöpfung, die liegt mir nicht. Ja, ich bin eher Mobilitätsverbundlösung, da weiß man, was man hat. Zweitens sind wir der Meinung, dass diese derzeit schon lange im Dresdner Stadtraum sichtbaren Mobibikes auf ordentliche feste Füße gestellt werden. Das heißt, es soll kostendeckend und auch über den gesamten Stadtraum ausgeweitet werden. Ja, ob Sie natürlich so gut Fahrrad fahren können mit diesen Bikes, weiß ich nicht, will ich nicht in Frage stellen. Und natürlich möchten wir, dass dieser weitere Ausbau, dieser sehr kostenintensive Ausbau, der von den Bürgern getragen werden muss, von den DVB getragen werden muss, von den Mobilitätsstandpunkten auf diese Drittanbieter abgegeben wird. Diese dürfen am Markt mitarbeiten, dürfen dort Leistungen erbringen und nicht wir müssen diese Leistungen erbringen, sondern wir stellen nur die Flächen zur Verfügung, um diese sogenannte Multimobilität oder kurzum Mobilitätsverbundlösung bereitzustellen. Deswegen haben wir hier einen Ersetzungsantrag geschrieben, da wir mit der ursprünglichen Vorlage eindeutig nicht konform gehen, aber dazu später mehr. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke. Herr Mattis, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen und alle Zuhörer im Livestream. Ich bin ja jetzt in gewissermaßen in der Verpflichtung, nach der Vorrede erstmal den Leuten zu sagen, worum es hier überhaupt geht. Denn das ließ sich jetzt aus dem Änderungsantrag der AfD beim besten Willen nicht schlussfolgern. Also Wir reden über das Angebot eines sogenannten On-Demand-Verkehrs oder man könnte sagen Verkehrs auf Zuruf. Das ist ein Angebot, was sich bewegt in der Angebotsspezifik zwischen dem normalen Angebot des ÖPNVs, also Bus und Bahn auf der einen Seite und dem sehr komfortablen Angebot Taxi auf der anderen Seite. Es ist nicht ganz so komfortabel wie Taxi, also man wird nicht von Tür zu Tür gebracht, aber es ist wesentlich flexibler sozusagen als der klassische ÖPNV, weil es auf einen von bestimmten Punkten, zum Teil auch in Kombination mit dem ÖPNV, zu anderen Punkten bringt. Das alles befindet sich gegenwärtig im Versuchsstadium. Es wird an vielen Stellen, in vielen Großstädten ausprobiert. Es wird herumexperimentiert. Man weiß heute noch nicht ganz genau, wohin sich das alles entwickeln wird. Es gibt auf der einen Seite natürlich private Interessen, die da Rosinen picken wollen, da ein Geschäft wittern. Und es gibt auf der anderen Seite ein berechtigtes Interesse, das nicht einfach nur zum Rosinenpicken freizugeben, sondern darüber nachzudenken, ob das unseren öffentlichen Personennahverkehr in der Zukunft verbessern kann. Man muss ehrlich sagen, es gibt da auch unter Fachleuten ganz unterschiedliche Meinungen.
Die einen sagen, das ist das Modell der Zukunft, wie öffentlicher Nahverkehr funktionieren kann und muss. Und andere sagen, es wird sich möglicherweise als Sackgasse erweisen, aber wir wissen es noch nicht genau. Und weil wir es noch nicht genau wissen, ist ein dreijähriges Pilotprojekt gedacht, diesen On-Demand-Verkehr mal auszuprobieren in einzelnen Stadtteilen, also konkret in den Stadtbezirken Pieschen und Klotzsche und in den anliegenden Ortschaften, und in diesen 3 Jahren das laufen zu lassen. Natürlich kostet das zusätzliches Geld. Und weil die DVB ja bekanntlich durch die Corona-Situation jetzt nicht in der Lage ist, das einfach so nebenbei aus ihren Einnahmen mitzufinanzieren, bedarf es dazu zusätzliches Geld. Das bekommen wir zum einen vom Fördermitteln vom Bund, wo diese Sache direkt gefördert wird, dieser Pilotversuch, und auf der anderen Seite steuern wir selber etwas dabei. Wir wollen aus diesem Pilotversuch lernen. Wir werden hinterher klüger sein, und ich in diesem Sinne bitte ich Sie alle, diesem Antrag zuzustimmen oder dieser Vorlage zuzustimmen. Ich glaube, es ist etwas, was uns im Punkt der öffentlichen Nahverkehr am Ende weiterbringen könnte. Vielen herzlichen Dank. Wird SPD das Wort gewünscht, Herr Engel? Bitte schön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. On-Demand-Verkehr klingt erstmal sehr, sehr technisch, ist sicherlich auch eine Sache, die den meisten hier im Raum auch noch nicht so vertraut ist. Ist, glaube ich, eine Frage, der man sich erstmal inhaltlich ein wenig nähern muss. Und eine Frage, die, glaube ich, Chancen bietet. Denn Mobilität verändert sich. Das wissen wir alle. Mobilitätsbedürfnisse verändern sich auch. Da, wo früher rudimentäre ÖPNV-Angebote oft noch akzeptiert worden sind, ist heute oftmals der Wunsch nach Mobilität stärker ausgeprägt, die Ansprüche da steigen. Wir haben technologische Veränderungen, autonomes Fahren wird immer reeller, immer greifbarer, ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis wir dort tatsächlich auch in einen flächendeckenden Regelbetrieb auch kommen. Und wir haben tatsächlich viele Chancen auch der Digitalisierung, die es uns viel, viel einfacher machen, verschiedene Fahrtwünsche auch miteinander zu vernetzen, um da trotzdem ökologisch auch zu akzeptablen Bedingungen auch Verkehr anzubieten. Das sind schöne Sachen, die ein On-Demand-Verkehr bieten kann. Und deswegen ist es auch sinnvoll, so etwas mal auszuprobieren hier in Dresden. Aber natürlich, es ist auch nicht frei von Risiken. Es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die man sich anschauen muss. Wie funktioniert das im Zusammenspiel mit dem ÖPNV? Ist es wirklich eine Ergänzung oder wird es dann doch in gewissen Quartieren zur Konkurrenz? Wie verhält es sich dann tatsächlich auch in einzelnen Stadtteilen, wenn dann wirklich die Diskussion ist, Buslinie versus einer entsprechenden Erschließung? Das sind, glaube ich, Diskussionen, die muss man dann auch führen, und da muss man tatsächlich auch alle Bevölkerungsgruppen mit einbeziehen und da die jeweiligen Bedürfnisse auch berücksichtigen. Deswegen sind wir als SPD-Fraktion der Auffassung, dass wir diesen Schritt auch gehen sollten. Und all die Leute, die immer sagen, ja, das können ja alles Private auch alleine machen, sage ich, natürlich, Private können auch einen Beitrag zur Mobilität leisten. Ich erinnere an unsere Diskussion zur Parkgebührenverordnung, als wir tatsächlich Sonderregelungen für Carsharing, das ist ein eigenwirtschaftliches Angebot, tatsächlich in die Parkgebührenverordnung mal reingebracht haben. Aber wir sehen gerade aktuell in Leipzig, ich glaube, die Nachricht kam vor 1 oder 2 Tagen, da zieht sich Clever Shuttle gerade aus dem normalen Betrieb zurück, weil sie es wirtschaftlich nicht mehr abgebildet bekommen. Und wir wissen tatsächlich aus allen Verkehrsuntersuchungen, dass Verlässlichkeit ein ganz, ganz wesentliches Element ist, um Mobilitätswende auch zu gestalten, weil die Leute wollen sich nicht jeden Monat neu entscheiden, die wollen sich ein Stück weit auch einleben mit dem, Verkehrsmitteln, die sie auch nutzen. Wir bekommen für dieses Projekt umfangreiche Fördermittel vom Bund. Die stehen auch nicht endlos zur Verfügung, sondern da müssen wir auch an dieser Stelle jetzt aktiv werden. Und ja, wir haben im Bauausschuss auch nochmal sehr umfangreich über die Thematik diskutiert und haben aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Ergänzung auch noch da zusammen auch verhandelt, nämlich dass wir sagen, dass nicht nur die Stadtbezirke Neustadt, Pieschen und Klotzsche in dem Gebiet drin sind, sondern auch explizit ab dem zweiten
Jahr der Einführung die Ortschaft Weixdorf, um auch einfach nochmal zu testen, wie ist das vielleicht nochmal in stärker in Randgebieten der Stadt, wo vielleicht auch die Bevölkerungsdichte nicht so hoch ist. Wie funktioniert das dort? Ich glaube, das kann funktionieren. Da werden wir auch einige Erkenntnisse rausgewinnen. Eine Sache wünsche ich mir aber. Lassen Sie uns alle wirklich nach den 3 Jahren eine ehrliche Analyse auch treffen. Lassen Sie uns gucken, wie schaut die Einnahmensituation aus, wie trägt sich das wirtschaftlich, um es tatsächlich auch abwägen zu können, um dann zu sagen, investieren wir das Geld aus städtischen Mitteln lieber in den klassischen ÖPNV oder in solche Instrumente. Ich glaube, diese Analyse müssen wir dann auch alle ehrlich machen, weil wir kennen das ja manchmal im Verkehr. Eine Sache, die erstmal eingeführt ist, die bleibt dann manchmal auch. Aber ich glaube, man muss manchmal dann auch eine ehrliche Analyse auch treffen und die würde ich mir dann auch von diesem Stadtrat wünschen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein, dann Dissident Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Wir haben 2019, wir heißt dieser Stadtrat, mit sehr großer Mehrheit beschlossen, dass wir die DVB zur zentralen Mobilitätsdienstleisterin machen wollen. Wir wollen, dass die DVB die Multimodalität, so heißt es übrigens, die Multimodalität quasi aus einer Hand bedient. Und da ist ja auch schon vieles passiert. Also wir haben jetzt diese gelben Fahrräder, die Leihfahrräder, die haben über 1 Million Nutzungen im Jahr. Also über 1 Million Mal sind Menschen glücklich. Und ich persönlich kenne einige, die haben die DVB-Dauerkarte nur, weil sie mit dem Fahrrad fahren. Das ist ihr Hauptnutzen. So, also von daher, das ist ein unglaublich gutes Instrument, um eine Bindung an die Kundin zu bekommen. Daneben haben wir mit Teilauto die Kooperation und es gibt über 1200 Verknüpfungen zwischen DVB-Abo und Teilauto. Das sind also Leute, die fahren hauptsächlich mit der Bahn, aber ab und zu auch mit einem Teilauto. Und deswegen stehen die auch an diesen Mobilitätspunkten rum und deswegen brauchen wir auch mehr Mobilitätspunkte, um multimodal zu werden. Jetzt kommt mit On-Demand quasi eine weitere Säule hinzu. Wurde schon erklärt, was es ist. Es meandern dann Autos durch die Stadtviertel und durch geschicktes Ausrichten mit dem Computer wissen die, wo die quasi langfahren müssen, nehmen Leute auf, geben Leute wieder ab. So, wir müssen das alles ausprobieren und deswegen hat der Bund ein schönes Förderprogramm aufgestellt, das heißt Programm zur Digitalisierung kommunaler Verkehrsbetriebe. Und aus diesem Programm kriegen wir, wenn wir heute beschließen, 3 Millionen Euro. So, das ist etwas mehr als die Hälfte, glaube ich, die Hälfte der Finanzierung für dieses Pilotprojekt und dann können wir 3 Jahre lang ausprobieren, ob das funktioniert. Ich glaube, wir sollten wirklich stolz auf diese neuen Arten sein. Ja? Das macht das Leben attraktiver, das macht Dresden attraktiver und ich hoffe halt, dass auch die On-Demand-Systeme ein Erfolg sind und dass sie sozusagen dann auch in Striesen und in anderen Stadtteilen im Jahr 4, 5, 6, 7 dann kommen und dass wir sozusagen dadurch die Verkehrswende ein Stück weit voranbringen. Wir wissen es nicht. Ich persönlich finde solche On-Demand-Sachen cool und ich hoffe, dass wir heute sozusagen das auf den Weg bringen. Dankeschön. Als nächstes für die Freien Wähler, Herr Nietzsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es mag sein, dass es cool ist, aber wir denken, es ist der falsche Zeitpunkt und es ist der falsche Umgang mit Steuermitteln. Ich möchte mit einem Zitat aus der öffentlichen Anhörung bezüglich der Verkehrsbetriebe beginnen. Da habe ich einen der Sachverständigen gefragt, was für Kosten die Mobipunkte bzw. die Ladestationen haben. Wissen Sie, was so eine Ladestation und so ein Mobipunkt kostet? Es wird zu 100% gefördert.
Das ist die Antwort darauf. Und das ist unserer Meinung nach ein vollkommen falscher Umgang mit Steuermitteln. Egal, ob das jetzt nun sächsische Steuermittel sind, ob die Steuermittel aus Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer herkommen. Und egal, wie hoch der Zuschuss vom Bund bzw. vom Land ist, wir müssen uns immer überlegen, wie wir mit dem Geld umgehen. Der bekannte Karikaturist Bernd Zeller hat gesagt, Geld entsteht dort, wo es bewilligt wird. Und dieser Eindruck, den bekommt man bisweilen, wenn man schaut, wie mit Fördermitteln und mit ganz tollen Projekten umgegangen wird. Wir müssen aber immer dran denken, jeder Euro Fördergeld ist ein Euro Steuergeld. Und wir sind dafür, dass man mit Steuergeldern sorgsam umgeht. Gesamtkosten des Projektes 9,4 Millionen Euro, davon rund 3 Millionen Euro Fördermittel. Das ist für den aktuellen Zeitpunkt für uns nicht tragbar, nicht machbar. Auch wenn man mit dem Sahnehäubchen Weixdorf lockt. Wir sind der Meinung, wir müssen uns als Verkehrsbetriebe erst einmal überlegen, wo wir denn überhaupt genau hinwollen mit der Strategie. Wir kommen beim nächsten Tagesordnungspunkt zu dem Antrag der CDU. Und wir glauben, dass die Verkehrsbetriebe erstmal die Strategie für die nächsten Jahre haben sollen, bevor sie dann mit einzelnen Projekten überlegen, was sie dann genau umsetzen. Weixdorf, das ist der Punkt, mit dem man versucht, auch noch im Ausschuss die Mehrheit zu locken, weil das Sahnehäubchen ist, weil wir alle wissen, Weixdorf ist total unterversorgt. Dort ist das wahrscheinlich auch richtig angelegt, das Geld zu dem Zeitpunkt dann. Aber was falsch ist, ist in den doch relativ gut versorgten Gebieten, wie gerade Pieschen und der äußeren Neustadt, ein Shuttle einzuführen, was dann die letzten Meter zum ÖPNV die potenziellen Kunden bringt und was zusätzliche Kosten ermöglicht. Was mich besonders verwundert hat, ist, dass die Fördermittel ja schon beschieden sind, ohne dass bis dato der Stadtrat den Auftrag diesbezüglich gegeben hat. Mit anderen Worten, wir haben sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen. Wenn wir jetzt hier nicht zustimmen, dann müssen wir die Fördermittel zurückzahlen. Meine Damen und Herren, das ist eigentlich die vollkommen falsche Vorgehensweise. Überlegen Sie sich das. Wollen Sie da weiter mitmachen? Wir nicht. Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht noch mal ein, zwei Anmerkungen zu den Vorrednern. Mein lieber Kollege Mattes, Sie haben es auf den Punkt gebracht und das ist eigentlich auch ein Thema. Wenn die DVB dieses Projekt aus den Fahrgasteinnahmen finanzieren wollte, da stellt sich mir natürlich die Frage, auch im Hinblick auf Tariferhöhungen und auf die jetzigen Preise schon für Abokarten, ob der Rentner, der da irgendwo in Prohlisch, Laubegast oder Kaditz wohnt, ob der überhaupt was davon hat. Der ist froh, wenn er eine preiswerte Monatskarte hat und braucht irgendwelchen Schnickschnack nicht hinzu, weil viele können sich das gar nicht mehr leisten. Das Thema Clever Shuttle, interessanter Ansatz, Kollege Engel, zeigt aber auch, wie defizitär das ganze Thema ist, wenn sich private Anbieter rausziehen. Das Thema Strategie DVB, die gibt es selbstverständlich. Ob uns die jetzt gefällt oder mir persönlich oder nicht, sei dahingestellt, aber die DVB hat eine klare Strategie, auch für die nächsten Jahre der Zukunft. So, was On-Demand-Verkehre sind, das braucht man nicht mehr erklären. Am besten macht man es vielleicht mit einem Anruflinientaxi ohne Linie. Das ist vielleicht die beste Erklärung. Für uns war die Vorlage erst überhaupt nicht zustimmungsfähig. Weil Klötzsche, Pieschen und Neustadt, das ist heute schon gesagt worden vom Kollegen Nitsche, eigentlich schon ziemlich gut versorgt sind und mehrere Quartiersbusse und kleinere Linien vorhanden sind. Hinzu kommt, dass im Innenstadtbereich von ganz Dresden eigentlich eine gute ÖPNV-Anbindung vorhanden ist. Defizite liegen in der Anbindung der Ortschaften vor. Und dort kann man durch verbesserte Anbindung Nutzerpotenzial erheben, im Wesentlichen dort. In den Ortschaften sollte der Versuch jedoch nicht vorgenommen werden. Insoweit ist es begrüßenswert, dass nun ab dem zweiten Projektjahr die Ortschaft Weixdorf einbezogen werden soll. In verschiedenen anderen Regionen, das wurde heute auch schon gesagt, sind in den letzten Jahren bereits On-Demand-Verkehre ausgiebig getestet worden. Im Ergebnis waren überall geringe Deckungsbeiträge durch die Nutzer, 20 bis 30% und dauerhaft hohe Zuschussbedarfe. Wesentliche Fahrgastgewinne wurden nur dort erzielt, wo vorher sehr schlechte Erschließungsqualitäten vorlagen.
Themen waren auch missbräuchliche Nutzung und die Konkurrenzsituation zum Taxigewerbe, die wir ja auch nicht ganz vergessen wollen. Es stellt sich auch die Frage, warum wir solche Angebote nicht privaten Anbietern wie Clever Shuttle und anderen überlassen. Wenngleich das Thema mehr Digitalisierung auch beim Verkehr sicher wichtig ist, kommt der Antrag zur Unzeit, nämlich mitten in der Diskussion zur zukünftigen Finanzierung der DVB. Denn aufgrund der dauerhaft zu erwartenden Zuschüsse im Millionenbereich, da müssen wir mal hier klarstellen, wir reden jetzt über etwa 2 bis 3 Millionen per anno für 3 Stadtteile. Wenn wir das Thema zu Ende denken für die gesamte Stadt Dresden und für alle Ortschaften, dann reden wir über einen zweistelligen höheren Millionenzuschuss, der notwendig ist für die DVB, um dieses Thema in der ganzen Stadt zu spielen. Dadurch wird sich die Finanzierungslücke der DVB erheblich weiter erhöhen. Der Oberbürgermeister wird daher jetzt schon gebeten, dieses Thema auch beim nächsten Tagesordnungspunkt bei der zukünftigen Struktur und Ausrichtung und insbesondere Finanzierung der DVB mit einfließen zu lassen. Für uns weiterhin kritisch ist die Auswahl des Gebietes. Im Hochland und im Dresdner Westen liegt viel vordringlicher Bedarf an verbesserter ÖPNV-Anbindung vor. Auch teilweise Finanzierung des Projektes mit Haushaltsmitteln und die zukünftige Finanzierung nach der Projektphase sehen wir kritisch. Insbesondere, wie ich schon sagte, wenn man das Gebiet auf die ganze Stadt ausweiten möchte. Wir können daher dieser Vorlage nicht zustimmen. Wir möchten das Projekt aber auch nicht verhindern und werden uns daher kraftvoll enthalten. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen Frau Krause. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die mutige Enthaltung, wie es mein Kollege Thomas Löser mal sagt, die ist manchmal ein guter Weg, um einem Dilemma zu entgehen. Und ich möchte der CDU-Fraktion danken, dass Sie sich für diesen Weg hier entschieden haben. Da kann ich auch gleich nahtlos anschließen. Ich möchte auch Frau Walter danken, die heute zwar nicht hier ist, aber die sich im Rahmen der Bauausschusssitzung sehr dafür eingesetzt hat, dass wir mit der Änderung, die wir vorgenommen haben, dass nämlich die Ortschaft Weixdorf mit in das Bediengebiet aufgenommen werden soll ab dem zweiten Jahr, dafür stark gemacht hat, dass eben die CDU der Vorlage nicht weiter ablehnend gegenübersteht. Und in dem Zusammenhang möchte ich natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung danken und bei den DVB, die dann gesagt haben, ja, das können wir uns vorstellen, das können wir machen, wir ändern dann das Gebiet und können es entsprechend erweitern. Denn wer diese Vorlage ablehnt, der lehnt die Innovation ab, die die DVB uns hier vorschlagen und die wir versuchen wollen. Denn Versuch macht klug und wir sollten es einfach ausprobieren. Die Vorlage bittet uns darum, das Vorhaben zu unterstützen und tatsächlich auch Geld dazu zu legen. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, das dann in die künftige Haushaltsplanung mit aufzunehmen. Deswegen ist es notwendig, dass wir heute hier zustimmen. Herr Nitsche hatte gesagt, Steuermittel für sowas auszugeben, findet er jetzt nicht gut. Ich muss sagen, ich finde das gut, dass es entsprechende Förderprogramme gibt, dass der ÖPNV ins neue Jahrtausend gehoben werden kann, denn ich glaube, hier gibt es wirklich großes Potenzial. Was ist das Ziel dieser Vorlage? Wir wollen Gebiete, die jetzt schlecht vom ÖPNV bedient werden, sozusagen attraktiver machen. Wir wollen die Alternative zum privaten PKW auch ermöglichen. Und es gibt eben Stadtgebiete, in denen das zurzeit schlechterdings nicht gut möglich ist. Und dazu gehören übrigens auch Gebiete der Dresdner Neustadt. Wenn Sie in der Priesnitzstraße wohnen, dann haben Sie sehr, sehr weit bis zum Albertplatz oder bis zum nächstgelegenen Haltestellengebiet. Ich finde es gut, dass jetzt die Ortschaft mit dabei sind, denn das ist natürlich ein typisches Gebiet, in dem man das probieren kann. Natürlich ist dort aber die Bevölkerungsstruktur eine andere. Es ist weniger dicht besiedelt, es ist noch weiter entfernt von Straßenbahnlinien oder Buslinien. Und ich glaube, dass zum Beispiel gerade die Dresdner Neustadt mit dabei ist, soll eben auch die Vielfalt zeigen, soll zeigen, wie verschiedene Nutzungsgruppen darauf anspringen, auf dieses Angebot, was wir unterbreiten wollen. Ja, und das sind eben für uns die Kernpunkte, warum wir dieser Vorlage zustimmen wollen. Wir wollen diese schlechter erschlossenen Gebiete anschließen. Wir wollen an diesen sehr attraktiven 10-Minuten-Takt, den wir in weiten Stadtgebieten haben, sozusagen noch was dranhängen.
Wir wollen die Alternative zum privaten Automobil fördern und wir wollen bei einem positiven Ausgang dieses Versuchs eben auch das Potenzial heben, dass man eventuell jetzt defizitär laufende Buslinien beispielsweise ersetzen kann durch so ein Angebot. Das muss aber genau geprüft werden, das wollen wir uns angucken. Und deswegen kann ich mich auch Kollegen Engel gut anschließen, dass wir am Ende eine ehrliche Bilanz ziehen sollen, wenn die 3 Jahre Versuch um sind. Und ich denke, dann können wir uns ein genaueres Bild davon machen, ob das ein Weg ist für Dresden, aber es jetzt erstmal auszuprobieren, halte ich für richtig und deswegen werbe ich auch um Zustimmung. Vielen Dank. Wird AfD nochmal das Wort gewünscht? Bitte, Herr Blinkert. Ja, da kann man nur sagen, oh je, oh je, oh je. Na, vielleicht hat es der Bürger jetzt schon mitgekriegt, ja? Es geht hier um lächerliche knapp 4 Millionen Euro, die wir aus der Stadtkasse nehmen sollen für 3 Jahre Anruf-Taxi. Das hieß früher mal Clever Shuttle, hat sich zurückgezogen aufgrund der unsäglichen Pandemie und anderer Weichenstellungen. Es sind aber nicht nur 4 Millionen aus dem Stadtzettel, es sind noch 4 Millionen aus dem Bund. Bund ist auch Steuergeld. Steuergeld, das Leute erarbeiten, die nicht beim Staat oder Parteien angestellt sind. Ja. Wir reden hier über Geld, über ein wachsendes Defizit der DVB und jetzt wollen sie noch mehr Geld ausgeben. Jetzt stellen Sie sich mal andersrum die Frage, wir hätten 8 Millionen für die nächsten 3 Jahre zusätzlich zur Verfügung, zur freien Verfügung für die DVB, für den Ausbau. Da wären die Beschleunigungsstrecken auf einmal erledigt. Da könnten wir Busse einsparen und Straßenbahnen einsparen. Wir wären schneller unterwegs, wir wären effektiver, wir würden dem Bürger Mehrwert bringen. Nee, darum geht's nicht. Öffentlicher Personennahverkehr. Was bedeutet das? Das ist nicht Individualverkehr, aber On-Demand-Verkehr ist schon fast Individualverkehr. Entgegen der gesteckten Ziele weniger Verkehr und auch nicht grün. Zusätzliche Elektroautos auf den Straßen sind definitiv nicht grün. Weniger Autos auf den Straßen wären grün. Und wieder wird nur ein Klientel bedient. Ne? Unsere rot-grünen Stadtteile, Pieschne, Neustadt, werden als erstes damit bedient, weil die ja so weit laufen müssen. Vielleicht weiß die Frau Krause, wo die Diakonissenkrankenhaushaltestelle ist. Da ist es nie so weit. Sie muss nie bis zum Halberplatz laufen. Aber ein normaler Dresdner weiß das vielleicht. Ja? Also, wir reden nicht über unterentwickeltes ÖPNV-Gebiet bei Pieschen und Neustadt. Klotsche Randgebiet, können wir drüber reden. Weixdorf, können wir drüber reden. Aber dann ist dieses On-Demand-System der falsche Weg. Da gab es schon mal Testserien im ländlichen Raum, müssen Sie sich mal erkundigen. Und jetzt ist, stellen Sie sich mal vor, vor kurzem war der Bürgermeister, durch Hilfe auch der CDU, bei unserem Partner VVO und haben eine Tariferhöhung durchgesetzt. Ne? Von diesem Problem, davon träumt der VVO oder davon träumen andere Landkreise, was wir hier bereden. Oder waren Sie schon mal auf dem Land und wollten sonnabends abends in die Stadt, egal ob die Chemnitz, Zwickau, Dresden, Leipzig oder sonst wie heißt, oder Rostock oder Düsseldorf, und wollten abends, nachts wieder zurückfahren mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Haben Sie sich das schon mal überlegt? Ich meine, der Schulte-Wissermann wird das mit dem DVB-Bike machen. Wird er nie, weil er nie mal bis zur Stadtgrenze kommt mit dem Fahrrad, weil Sie gar nicht bis dahin fahren dürfen mit dem Fahrrad. Das ist Klientelpolitik, das wissen Sie ganz genau. Und das ist im Endeffekt beim Bürger nur noch einfach dekadentes Endzeitdenken. Seitens des Großteils des DVB-Aufsichtsrates und seitens des Stadtrates. Und daher, die Herren und Damen von der CDU, ganz clever, wir enthalten uns. Enthaltung ist bei diesen Stadtratszusammensetzungen eine Zustimmung. Das heißt kurzum, Frau Wagner, Herr Vogt, Sie stimmen zu, Sie wollen das, genau wie Sie das schon woanders gemacht haben. Wir müssen nur festhalten, im DVB-Aufsichtsrat gab es nur eine wirkliche kritische Stimme. Die steht hier oben. Deswegen lehnen Sie das ab, aus wirtschaftlichen Gründen, aus logischen Gründen. Und aus klimapolitischen Gründen. Es ist zusätzlicher Verkehr, der definitiv nicht grün ist. Danke.
So, damit ist die Fraktionsrunde abgeschlossen. Weitere Wortmeldungen, bitte schön, Frau Krause. Ich wollte es von Herrn Pinkert noch mal ganz kurz erklären. Wenn ich mir einen On-Demand-Verkehr bestelle, dann wird der gebündelt im Idealfall mit mehreren anderen Menschen, die ebenfalls den On-Demand-Verkehr nutzen wollen. Deswegen sind das auch etwas größere Fahrzeuge. Es entfallen dann dadurch die Fahrten im privaten Pkw von anderen Menschen. Das heißt, es gibt unterm Strich eine Entlastung auf den Straßen. Und ich glaube, das könnten Sie inzwischen auch verstanden haben. So, das fordert Herrn Pinkert noch mal heraus. Bitte schön. Da kann man nur wieder darauf hinweisen. Im Idealfall sind es mehrere Personen in einem Minibus. Elektromobilität, da muss hergestellt werden. Eine Batterie muss hergestellt werden. Das ist Sondermüll bis jetzt. Ja, der Strom kommt auch nie aus der Steckdose. Ja, das sind Punkte, die muss man beachten. Und wenn ich hier wenn man mal die Linien, theoretische Linienplanung anguckt, diese angeblichen Haltepunkte, wissen Sie was? Wir reden hier über meistens der Nutzerkreis, der angesprochen werden soll, sind Leute, die von einer Party zur anderen wollen und sowieso nie besoffen mit dem Auto fahren würden, sondern eben 200 Meter weiter zur nächsten Straßenbahnhaltestelle tuckeln würden. Das würden die auch ohne Anruftaxi machen. Ja, und das ist dekadent. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann für die Verwaltung zum Abschluss Herr Bürgermeister Kühn. Meine Damen und Herren, das ist ein zentrales Forschungs- und Innovationsprojekt auf dem Weg, die Dresdner Verkehrsbetriebe zum Mobilitätsdienstleister zu entwickeln. Ich will noch mal drei Sätze sagen, warum diese Stadtteile oder Stadtgebiete ausgewählt wurden. Es gibt in der Landeshauptstadt 16.300 Einwohnerinnen und Einwohner, die mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht erschlossen sind. In dem Pilotprojekt, über das wir hier reden, wären davon 20% sozusagen mit einem neuen Angebot versorgt, nämlich 3.000 plus 420 in der dazugekommenen Ortschaft Weixdorf. Also es ist ein erheblicher Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die mit diesem Projekt an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen werden können. Und wir haben gerade in den Stadtteilen Pieschen und Klotsche einen relativ niedrigen ÖPNV-Anteil von 17%, also unterdurchschnittlich. Und insofern ist es hier ein Angebot, was die Bürgerinnen und Bürger dazu bewegen soll, umzusteigen. Wir haben gerade in diesen Stadtgebieten teilweise eben Linienverkehr nur um 20 Minuten Takt. Das ist nicht sonderlich attraktiv. Wir haben an verschiedenen Stellen, und diese Informationen haben wir Ihnen zugearbeitet, auch kleinräumige Verbindungsdefizite, die mit so einem flexiblen Angebot, was ja dann den 10-Minuten-Takt auch ermöglicht, dann auch versorgt werden können. Insofern glauben wir, dass es ein wichtiger Baustein ist, hinsichtlich Klimaschutz und die Dresdner Verkehrsbetriebe als Mobilitätsdienstleister zu stärken. So, damit schreiten wir zur Tat, nämlich zur Abstimmung. Wer dem Ersetzungsantrag der AfD zustimmen möchte, der müsste es jetzt tun. Gegenstimmen? Letzteres ist die deutliche Mehrheit, wird damit abgelehnt. Und damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Ja, 19 Nein, 13 Enthaltungen, dann so zugestimmt.